zum Ausklang des Abends. Ja, erster Gamescom-Tag, immer noch eine Gamescom-Woche. Willkommen zu einem neuen Netztest. Netztest Tinkertown auf Zwangfest LP. Ja, am Abend. Das letzte Netztest des ersten Tages. Ja, wir spielen Tinkertown. Wahrscheinlich erstmal im Singleplayer. Aber die Settings, Musik ist schon eigentlich, ja, fast ganz angenehm. So, na dann. Dann ohne große Umschweife starten wir mal das letzte Test Tinkertown. Spielen wir los. Stacked a character. Create a new character. Okay. Player-Name Zwergi. Okay, das ist hier nur die Demo, deswegen können wir wahrscheinlich nur den einen Charakter hier spielen. Na dann. Ah, sieht ja sehr gut aus. ja. Gefällt mir aber nicht. Lass ich mal im Hintergrund offen. Ja gut. Ich starte mit WASD und wir gehen uns hier voran und da verkloppe ich schon den ersten Stein. Ja, warum verkloppen? Okay. Ein paar Gegenstände verkloppen und Sachen ernten. Ja, hier gibt es kein Tutorial, was mir sagt, was ich tun soll. So kloppe ich erstmal auf Dinge ein. Okay. Strauch schlagen. Okay. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir Holz in der Hand. Jetzt haben wir Beeren in der Hand. Jetzt haben wir Sträuchlein in der Hand. Jetzt haben wir Steinchen in der Hand. Okay. Wie kommen wir jetzt hier voran? Können wir die Steine aus dem Weg räumen? Vielleicht. So kommen wir doch ein bisschen voran. Okay. Blub. Okay, hier geht's weiter. Hier können wir weitere Steine fällen. Yellow Slime. Hallo Yellow Slime. Hallo Red Slime. Wasserbequem können wir noch nicht. Okay, aber da haben wir noch Red Slime. Ich töte dich. Mach den roten Schleim alle. Ist ins Wasser gefallen. Na toll. Okay. Ich habe weitere Steine, die wir verfaulen können. Bringt bloß deine nichts. Okay. Das ist doch wirklich was Entspanntes zum Abend. Ja, einfach so ein bisschen ein paar Steine, ein paar Büsche verkloppen. Ja. Zum Runterkommen am Abend. Ich mache wahrscheinlich hier gar nicht das, was ich machen soll. Das sagt mir auch genau, was ich machen soll. Daher kann man es mir hier nicht übernehmen.
ich etwas mache, was ich nicht machen soll. Ja. Okay. Roter Schleim. Dich hole ich mir gleich. Dich kaufe ich mir. Bestimmt können wir aus dem Holz irgendwas craften gleich. Müssen uns nur noch eine Werkbank besorgen. Holz haben wir, glaube ich, genug. Die Beeren können wir bestimmt essen. Gibt doch absolut kein Tutorial dafür. Oder ist das hier? Ne, das ist hier nur das Install-Dings. Hat er mir irgendein Shit im Hintergrund aufgepackt. Installiert jetzt eine Spyware auf meinem Rechner. So sieht's aus. Fisch verhauen. Joa. Ich mag es in Spielen lieber, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Wenn es ein Tutorial gibt. Nur mal so eine leichte, seichte Kritik. Oh, ein Goblin. Goblins klappen. Wobei, er ist auch mächtig. Er haut mich härter als ich ihn. Jetzt will ich gleich sterben. Jo. Goblins klappen war wohl nicht so erfolgreich. Ein anderer Goblin. Der hängt da aber fest. Goblins in der Nacht. Verkloppt dich mit einem Baumstamm. Pass auf. Ein Baumstamm in der Hand. Batz, 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 batz. Ich habe noch keine Schwerter. Hart. Müsste ich erstmal craften. Hüpfen kann ich. Ich habe hüpfen gelernt. Ach, kurz vor dem Tod des Goblins. Na komm, jetzt krieg ich dich. Ich schlag dich mit meinem Holz. Sehr gut. Goblin getötet. Das ist so, wenn mir jemand verraten würde, wie ich jetzt hier zum Beispiel was craften kann. Okay. Ja, ich habe noch keinen Plan. Da steht noch ein Goblin mit dem Strauch. Das ist ein Strauchdieb. Ach so, er kann nicht attackieren. Aber ich kann ihn attackieren. Sehr gut. Oh doch, er attackiert mich. Aber er steht im Strauch. Sehr gut. Ein weiterer Goblin erscheint. Ich sterbe. Minus 2 Lebenspunkte. Natürlich. Habe ich das Herz und die Niere von einem Goblin im Inventar? Was habe ich da? Ach, der kann sich selbst heilen. Drecksack. Ah. Alle Goblins verfolgen mich. Verdammt. Grüner Schleim. Verteidige mich, grüner Schleim. Jetzt habe ich den grünen Schleim getötet. Ah, nein. Lass mich in Frieden. Verdammt. Ja, okay. Insofern brauche ich 2 Leben, um einen Goblin umzubringen. Vielleicht sehe ich noch irgendwann wieder. Mit ein bisschen Mausklick-Kunst. Der macht 12 Schaden und ich mache 2 Schaden. Das ist großartig.
Aber ich kriege ihn fast schon getötet. Ich muss nur noch einmal. Ja, es scheint irgendwie ein Goblin-Herz zu sein, was ich da kriege. Das Grüne. Goblins kloppen am Abend. Ja, ich glaube heute Goblins. Auch der eine ist freiwillig gestorben. Ich verkloppe Goblins mit ihren eigenen Herzen. Ich habe ein Goblin-Herz in der Hand. Batz, 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 batz. Das bringt schon mal 6 Schaden. Oder ist das der Gegner? Das ist wahrscheinlich der Gegner, der weg 6 Schaden macht. Goblins stoppen. Da. Da ist jemand gejoint. Oh, ich habe den Kampf überlebt. Das gibt's ja nicht. Habe ich Erfahrungspunkte gewonnen oder was? Habe ich ein Level gewonnen? Bin ich Stärke gewonnen? Okay. Tag geworden. Sind sie alle gestorben? Alle tot. Juhu. Tot den Goblins. Joa. Was gibt's hier noch sonst zu tun? Das Craften muss ja irgendwie möglich sein. Okay, hier mit dem Mausrad kann ich hier auswählen. Okay, hüpfen kann ich. Alle Tasten drücken. Und irgendwas. Oh, ha! Tabulator-Taste. Stone Eggs. Craft. Ich habe eine Axt. Spitzhacke. Werkbank. Ja, da bräuchten wir noch ein bisschen. Holz. Sehr gut. Jetzt kann ich hier Bäume fällen wahrscheinlich. Sehr gut. Ich kann es. Bäume plätten. So, Tabulator. Muss Inventar öffnen. Tabulator-Tasten. Werkbank. Sehr gut, jetzt ist unserem Craften doch bestimmt kein Weg mehr gestellt. Okay, die habe ich jetzt einfach mal hier platziert. Schauen wir uns das mal an. Ha, Wooden Chair. Small Wooden Table. Können wir Einrichtungsgegenstände herstellen. Schrank und so. Ein Banner. Können wir uns häuslich einrichten. Aha. Wooden Wall. Ich craft mal ein paar Mauern. Ich baue mir dann ein Haus am See. Da steht ein Haus im Weg. Dingens. Baum im Weg. Ich muss es mal fällen. Spitzhacke. Außerdem das. Baumfällen. Ich brauche Platz für mein Haus. Okay, sehr gut. Damit kann ich Neues craften. Die Axt geht auch nicht kaputt, wie es aussieht. Das ist sehr gut. So, Mauern errichten. Sehr schön. Brauche ich mir eine kleine Behausung hier.
noch mehr craften. Ja, sehr gut. 17 Mauern. Das dürfte reichen. Vielleicht können wir auch Türen craften. Das wäre nicht ganz schlecht. So. Das finde ich grundverkehrt. Können wir den Busch hier noch entfernen? Der steht mir ein bisschen im Weg. Der Busch oder Baum. Na. Du stehst auch noch im Weg. Mal schauen, ob ich hier Türen gleich craften kann. Eine Tür bräuchte ich mal. Das wäre nicht schlecht. Spitzhacke auf 8. Sehr gut. Die Musik ist doch auch entspannt. So, das dürfte doch reichen. Oh, oh, Goblin in meinem Haus. Verkloppt ihn. Oh Mann, er verkloppt uns. Ein Haus und ein Bett und so weiter. Ich darf nicht sterben. Verdammt. Ich wach doch ganz woanders auf. Durchgang. Komplett töten. Zum Glück wache ich hier ganz in der Nähe auf. Mein Haus am Spawnpoint. Das ist gar nicht schlecht, sich ein Haus direkt am Spawnpoint zu bauen. Den habe ich gekillt. Sehr gut. Die Fledermaus, die tötet sich auch noch. Bevor sie Corona verteilt. Verdammt. Corona hat mich getötet. Ist ja durch Fledermäuse gekommen. Geh mal weg mit deinem Corona. Ich werde hier von beiden bekämpft. Das gibt's doch nicht hier. 2 gegen 1, das ist unfair. So, ich brauche noch Mauern, brauche ich nicht, ich brauche Türen. Tür gibt's hier wohl nicht. Aber ein Bett gibt's. Da brauche ich nur eins von. Ja gut, wegschmeißen du hast das nicht. Wär's denn, wenn wir das hier auf die... Wo haben wir denn im Inventar noch Platz? Nirgendwo. Können wir was rausschmeißen? Die 0 zum Beispiel. Ja gut, wir müssen die Wände alle machen. Jetzt werden wir hier schon wieder getötet. Ach Mann. Das geht doch nicht. Das ist doch. Das geht doch nicht. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid in meinem Haus. Es wird schon Tag hier. Geht sterben. Ich muss mein Bett mal platzieren. Das ist mein Bett. Macht mein Haus nicht kaputt. Ihr miesen Goblins. Haut ab. Ich sollte mal hier Wände craften. Ich sollte vielleicht einen Schlitz offen lassen. Lass mal unten hier was offen. Und hier, ja. Tun wir das Bett hier mal.
irgendwo platzieren. Hier zum Beispiel. Es bricht noch eine Wand. Das finde ich ganz schlecht. Eine Wand. So hübsch. Muss ich nur irgendwie ergoblen in meinem Haus. Das geht's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und raus aus meinem Haus. Können wir hier schlafen? Spawnpoint saved. Das ist gut, wenn wir sterben. Sehr gut. Du bist in meinem Haus. Verschwinde. Lass dich einfach hier in meinem Haus craften. Spawnen. Mieses Ding. Können wir noch das Gras hier irgendwie? Das wäre nicht schlecht. So, was können wir noch alles so craften? Wooden Bed, Wooden Chair. Wooden Table. Hübsch. Jetzt muss nur irgendwie das Holz loswerden. Oder irgendwas im Inventar. Ich weiß nicht, wie ich die droppen kann. Kann ich die Sachen irgendwie loswerden, wegschmeißen? Mhm. Okay. Und das irgendwie. Jetzt habe ich einen Stuhl. Ich verprügele dich mit meinem Stuhl. Der ist auf der Null. Stuhl kloppen. Und jetzt habe ich den mitten in den Raum eingesetzt. Jetzt habe ich keinen Stuhl mehr oder was. Na, sehr schön. So. Craft ich mir einen neuen Stuhl. Sehr gut. Ich habe einen Stuhl. Wusste ich gar nicht, dass der so. Ja, schöne Wurst. Jetzt muss den wieder zerstören. Den Tisch wahrscheinlich auch, weil der falsch rumsteht. Verschieben geht nicht, oder? Jetzt habe ich die Wand abgebaut, was ein Dreck. Stell mich hier an. Also Wand, Tisch und Stuhl bauen. Eine Wand habe ich noch. Okay, dafür hat es gerade noch so gereicht. So. Ersten Stuhl, dann den Tisch. So. Jetzt machen wir das am besten. Zack, sehr schön. Save Point. Sehr gut. Müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Holz abbauen, um das nächste bauen zu können. Wooden Floor, das ist interessant, das könnte ich noch gebrauchen. Gehen wir mal Holz fällen. So. Ich ein paar Bäume gefällt. Das müsste doch bald reichen. So. Eine Tür gibt es nach wie vor nicht. Das finde ich ja schade. Ein Bonfire gibt's. Wooden Floor. Wooden Sport gibt es auch noch. So viel brauchen wir
brauchen wir vielleicht gar nicht. So, hier mal. Unterm Tisch können wir wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. Sehr schön. Na toll. Beim Gras können wir nichts mehr machen. Oh, ich brauche mehr Holz. Ich meine, ich brauche mehr Flur. Sehr schön, das muss jetzt reichen. Ja, das Gras müssen wir auch irgendwann abbauen. Ja. Können wir das irgendwie entfernen? Mit der Axt. Da brauchen wir ein anderes Gerät für. Okay. Was für ein Gerät könnten wir brauchen für den Bow? Nein. Schon wieder Goblins hier. Raus aus meinem Haus. Ich hab sogar jetzt Bohnen drin. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Wieder gestorben. Dich töte ich noch. Du kriegst mich nicht. Sehr gut. Ja, jetzt mein Töten. Die halten aber ganz schön viel aus. Die Batmans. Na komm. Ich mach ich alle. Bevor du mich alle machst. Du hast mich schon alle gemacht, aber egal. Na dann. Ich würde mal sagen, durch nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und das nächste Netztest, das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Und man sieht sich. Man sieht sich sehr bald in den nächsten Netztest wieder. Ich werde morgen wahrscheinlich auch einige Netztests spielen, die ich euch die Tage dann noch präsentieren werde. So sieht's aus. Ach, Goblin. Bis dann und ciao. Thank you.